Und hier sind wir wieder. Wir haben mit der Esmeralda hier ja gerade eine Fee kennengelernt, die Siobhan Murphy, bei deren Haus wir auch sogar schon waren. Das ist nämlich die, die da wohnt, die nicht zu Hause war, weil sie ja hier bei uns vorbeigelaufen kam. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Nein, wir wollen gar nicht beobachten. Wir wollen einfach nur hier zu unserem Haus zurückgehen. Und wir wollten mal ein bisschen einen Garten anlegen. Also ich wollte das ganz gerne. Wir können uns natürlich erstmal ganz kurz einen Apfel zaubern. Und dann können wir mal diese zahlreichen Dinge, die wir hier haben, einfach mal einpflanzen. Ich würde sagen, ach so, wir pflanzen mal hier. Ach, hier geht es nicht. Da pflanzen wir mal einen Apfelbaum. Und nee, ich will nicht so, ich will. Och, und hier pflanzen wir auch mal einen Apfelbaum. Das ist doch schön. Einen Apfelbaum hier am Weg und den anderen Apfelbaum da am Weg. Und dann haben wir ja noch diverse andere Dinge. Wir können aber nicht alles pflanzen, weil für manche Sachen braucht man so ein Gärtnerfähigkeiten-Level, ein höheres. Wir können aber noch die Tomate hier pflanzen, auf jeden Fall. Da müssen wir nur einen schönen Platz auch finden. Hier das Gelände ist so ein bisschen uneben, deswegen kann man leider nicht überall Pflanzen hinstellen. Aber hier geht es. Und was können wir denn noch pflanzen? Ein Geisterschienen. Das können wir nicht pflanzen. Wir können auch keine Limone pflanzen. Lakritz können wir nicht pflanzen. Ja, super, das bringt uns ja gar nichts. Kartoffel können wir auch nicht pflanzen. Schubbeere nicht pflanzen. Paprika können wir sowieso nicht pflanzen, das weiß ich. Kürbis, Laterne schnitzen. Okay, dann bleibt es dabei. Dann, ach nee, ich weiß, was wir noch pflanzen können. Wir können auf jeden Fall Müll rausbringen. Ja, mach das mal. Wir können auf jeden Fall hier mal den Kühlschrank öffnen und können da einen Salat rausnehmen, weil den können wir nämlich auch pflanzen. Das weiß ich. Und ich glaube, wir haben hier auch noch was abzuspülen. So, wir pflanzen hier den Salat noch hin. Und da wird es auch schon wieder Abend. Und sie ist auch irgendwie schon wieder müde. Aber ich würde vorschlagen, bevor sie hier schlafen geht, wollen wir noch ein bisschen was machen. Wir könnten hier nämlich mal. Das kann man jetzt alles noch nicht gießen. Wir könnten hier mal noch ein bisschen aufräumen, weil wir wollen das ganz bestimmt nicht mehr essen, nachdem das den ganzen Tag da in der Küche gestanden hat. Und dann, wir brauchen echt Geld, Leute. Wir haben hier bald eine Rechnung zu bezahlen. Ich glaube sogar, wir müssen schon. Ach, guck mal, das geht sogar noch. Dann machen wir das noch. Dann haben wir erstmal, glaube ich, wieder 2 oder 3 Tage Ruhe. Und das stellen wir mal auch woanders hin. Ich möchte mit der jetzt nicht auf die Universität gehen. Wir können natürlich, ich habe jetzt nichts dagegen, irgendwie andere, ich habe ja alle Erweiterungspacks, also wenn ihr euch jetzt wünscht, dass wir irgendwie da mal sowas Spezielles machen, wie zum Beispiel auf die Uni gehen, können wir das gerne natürlich auch mal einfügen. Aber solange ihr da euch nichts wünscht, würde ich erstmal hier einfach bei diesem Dragon Valley Let's Play, also Setting bleiben und erstmal hier in diesem Setting Let's Playen. Und so ein bisschen hier einsteigen. Ich möchte auf alle Fälle auch ganz unbedingt diese Bude verschönern. Und die Esmeralda geht jetzt hier mal ein bisschen angeln. Weil das ist nämlich ganz schön. Man kann, wenn man Fische geangelt hat, diese zum Beispiel als Dünger verwenden. Man kann natürlich auch mit vielen anderen Dingen düngen. Man muss nicht nur Fische dafür nehmen. Und wenn man die Pflanzen düngt in seinem Garten, dann verbessern die sich. Also dann kriegt man halt Pflanzen, die halt nicht normale Qualität haben, sondern irgendwie dann später hervorragende Qualität zum Beispiel. Und dann kann man die auch besser verkaufen. Dann werden die nämlich wertvoller. Und aus diesem Grund würde ich sagen, man fängt sich jetzt mal ein paar Fische. Das sieht auch hier schön aus. Ich glaube, so am Abend am Bach stehen und angeln. Eine schicke Sache. Sie sieht irgendwie aber. Oh, sie sieht gar nicht so begeistert aus. Ich will das mal hier so angucke.
Ach, die Maus. Na doch, jetzt langsam macht es ihr Spaß. Man muss erstmal auf den Geschmack kommen, ne? Und dann. Aber ich glaube, sie wird langsam wirklich müde. Und jetzt guckt sie schon wieder so unbegeistert. Und wir haben ja einen hitzköpfigen Sim. Also ich möchte sie jetzt auch nicht unbedingt so erzürnen. Aber komm, einen Fisch. Ich möchte gern einen Fisch fangen. Das könntest du wenigstens mal machen. Nur einen. Und wir sind jetzt absolut pleite. Wir haben jetzt auch hier irgendwie gar nichts mehr. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir vielleicht loswerden könnten? Was wir vielleicht verkaufen könnten? Wie viel würden wir da bekommen? 22. Nur so für den Notfall. Na gut, eine Rechnung könnten wir wahrscheinlich nochmal auf alle Fälle bezahlen. Sollten wir nicht bald an Geld kommen. Und wir haben überhaupt nicht unser Diplom hier aufgehängt. Das können wir ja auch mal machen. Weil unsere Wände hier sind eh so nackelig. Da ist ja nichts an Deko. Da können wir ja mitten über die Couch. So, oder? So vielleicht. Ja. So. Mitten über die Couch. Was steht denn da eigentlich? Steht da überhaupt irgendwas? Kann man das betrachten? Naja. Kann man betrachten, aber. Hast du jetzt einen Fisch schon mal, weil irgendwie scheint das nicht dein Ding zu sein mit dem Angeln, liebe Esmeralda. Du fängst irgendwie nicht besonders viele Fische, muss ich schon so zugeben. Gut, ich denke mal, wir sollten das auch nicht übertreiben. Sie sollte jetzt nicht zu lange angeln, eigentlich. Oh, jetzt! Jawohl, jetzt haben wir doch einen. Und ab damit in die Hosentasche. Damit die Hosentasche nass ist und stinkt. Eine Sardelle haben wir, glaube ich, gefangen. Ist das richtig? Mal eben nachgucken. Oh ja. Und die ist nämlich in der Düngerstärke gut. Und könnten wir auch verkaufen für 5, aber dann benutzen wir sie lieber zum Düngen. Ja, ihr seht schon, das hat nämlich hier keinen Vergleich. Also, da bringt es uns echt mehr, unsere Pflanzen hier zu düngen. Und das machen wir jetzt auch mal. Kann man das überhaupt? Kann man noch gar nicht machen. Na gut. Egal, muss das wachsen wahrscheinlich erst noch. Dann, liebe Esmeralda, hörst du jetzt mal auf zu angeln? Gehst mal deine Zeitung schön recyceln, denn morgen bekommen wir gewiss eine neue. Ja, und nein, wir finden den Köder ganz bestimmt nicht heraus. Da muss man ja Bücher lesen und so. Ich lese eigentlich gerne Bücher, aber wir haben ja noch keine. Können jetzt hier noch nichts lesen. Und weil du das so sehr liebst, Fernsehen zu gucken, darfst du nach dem Abendessen auch noch ein bisschen Fernsehen gucken. Aber nicht zu lange aufbleiben, Fräulein. Damit wir uns verstanden haben, gehört sich nicht für so junge Hexen, wenn man nicht so lange aufbleibt. Ja, was wollte ich euch eigentlich noch erzählen? Meine Idee mit dem Mitbewohner habe ich ja schon kundgetan in der letzten Folge. Eine zweite Idee wäre auch, hat jetzt mit dem Geldverdienen nicht besonders viel zu tun, aber zu so einer Hexe würde ja so eine schöne Katze auch eigentlich passen, ne? So ein Hexen sagt man ja nach, dass sie so eine Affinität zu Katzen haben. Und bei den Sims ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Katze besitzt, dass dann ja die Fähigkeiten der Hexe quasi gesteigert werden. Also man kann dann halt besser zaubern, sagen wir es mal so ganz salopp formuliert. Das wäre natürlich auch eine coole Idee. Die Katze kostet uns jetzt nicht besonders viel. Also die könnten wir uns, denke ich, schon irgendwie noch leisten. Man kann die ja auch aus dem Tierheim adoptieren. Da tut man ja noch was Gutes dann. Das wäre jetzt so zum Beispiel ja, ein weiterer Vorschlag, den ich da machen würde. Und sie ist jetzt echt sowas von müde. Und ich denke, sie geht jetzt auch einfach mal ins Bett. Oh, und dann können wir hier noch die Besitzverhältnisse vom Bett einstellen. Das ist natürlich nämlich ihr Bett. Wohnt ja auch kein anderer in diesem Haus. Was ich ja eventuell
noch ändern könnte. Wir könnten ja mal gucken, wen wir überhaupt schon kennengelernt haben. Wir haben einmal die Siobhan, die haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen, mit der haben wir ja schon ein bisschen Smalltalk geführt. Dann haben wir, oh, das ist ein Vampir, den Brandon McGrath. Hört sich auch irgendwie, passt das so richtig. Eine Corey Marder kennen wir. Und oh nein. Oh nein, es wird eingebrochen. Das finde ich nicht schön. Wir haben doch gar nichts. Wir sind doch arm. Das ist die Einbrechermusik. Ich weiß, dass das die Einbrechermusik ist. Ich bekomme Angst. Irgendwie. Vielleicht hat sich der Dieb das nochmal anders überlegt. Aber das würde mich auch freuen, weil wir haben irgendwie auch kein Geld. Kommt hier irgendwie eine Benachrichtigung? Nö, nur Fische. Fische. Nö. Na gut. Dann würde ich sagen, sie schläft jetzt hier ganz friedlich. Es ist inzwischen schon wieder früh am Morgen und sie ist schon wieder halbwegs fit. Und wenn sie sich so richtig ausgeschlafen hat, dann sehen wir uns hier wieder. Und ich beende diese Aufnahme jetzt einfach mal mit einem Blick auf die glitzernde Sonne im Wasser. Tschüss, ihr Lieben.